Hallo zusammen. Heute in einer ganz außergewöhnlichen Umgebung. Eine Umgebung, die ihr daheim zwar alle kennt, nämlich das Studio vom Tele Ostschweiz. Und bei mir der Christian Masina, Erfolgsproduzent. Ja, kann man ja, so ja, ja, genau. Sagen, oder Christian? Du bist wirklich erfolgreich unterwegs mit dieser Serie Menschen in der Ostschweiz. Unglaubliche Zuschauerzahlen, hättest du das gedacht, als wir angefangen haben mit dem? Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da eine Sendung ist, die gut ankommt. Sonst hätten wir sie, glaube ich, auch nicht so konzipiert. Aber es ist jetzt natürlich wahnsinnig schön zu sehen, dass sie wirklich auch so funktioniert. Das ist eine grosse Freude für mich, aber auch für das ganze Team natürlich. Und man kann sagen, das ist dein Kind? Ja, das ist, es ist wie immer, oder? Bei einem Team, und wir sind wirklich ein gutes Team bei TV, wo ist natürlich eine Teamleistung irgendwo im Hintergrund. Aber es ist sicher so, dass ich da am Anfang mit Initiant war, dann das Projekt auch im Rahmen von TVU betreuen und vorantreiben. Jetzt, wenn man die Sendung schaut, jetzt, gerade auch im Appenzellerland, da sind ja extrem viele Protagonisten aus unserer Region mit dabei. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, es ist eine Appenzeller-Sendung. Ja, da liegt vermutlich zu einem Teil schon auch an mir. Oder? Es ist natürlich so, wenn man Protagonisten sucht, dann schaut man, wo kennt man Leute, die für so eine Sendung auch funktionieren könnten. Und das ist natürlich zwangsläufig, weil ich aus Appenzell komme und jetzt auch noch zu Ossenrode wohne. Dass man natürlich, ja, das Homefeld ist natürlich dort, oder? Ich habe mehr Berührungspunkte mit dem Appenzeller Land schon immer gehabt. Und dementsprechend natürlich auch der ein oder andere Protagonist so kennengelernt oder den eben in die Sendung gebracht. Ja. Was braucht es eigentlich für einen Aufwand, um so eine Staffel zu produzieren? Ja, das ist ein grosser Aufwand, den man macht. Vor allem die ersten Staffeln sind natürlich aufwendig gewesen. Man muss entscheiden, wie sieht die Sendung aus? Am Anfang haben wir auch nicht gewusst, brauchen wir jetzt 5 oder 10 Drehtage mit diesen Protagonisten. Und mit jeder Staffel, die wir jetzt mehr produziert haben, und jetzt kommen wir ja in die 5. Staffel, wird man natürlich auch ein bisschen effizienter. Oder? Also am Anfang hat man nicht gewusst, ein Beispiel, als ich mit dem anderen auf Norwegen gereist bin, mit dem Lastwagenfahrer, dort ist es natürlich vorgegeben. Mhm. Dort habe ich so viel Aufwand, wie die Reise dauert. Das war dort mal 4 Tage gewesen. Jetzt nur Dreharbeiten. Da kommt natürlich der Schnitt dazu und so weiter. Also kommt schon einiges zusammen. Bei anderen Geschichten, wo man nicht weiß, wie es endet, wie zum Beispiel die Auswanderung von Walter Vize, wo ja auch dort im Sauenstall wohnt, hat man natürlich nicht gewusst, wie viele Drehtage es braucht. Es ist schon ein grosser Aufwand. Und jetzt in der 5. Staffel, die steht übrigens unter dem Überbegriff Wintermenschen. Jawohl. Da kommt der Roger Natter vor, trainiert aktuell den SC Rintel, ja. Wohnt in Herisau. Das ist einer von deinen Höhepunkten. Ja, im Positiven. Es hat auch traurige Höhepunkte gegeben schon in dieser Sendung. Aber da ist emotional und vom Charakter her ist da wahnsinnig intensive, positive Serie auch. Es ist ja so, dass die jetzt gerade der EHC Chur eine Mannschaft der 2 Ligen höher spielt, aus dem Göb geworfen haben. Und wenn man dann natürlich hautnah dabei ist, das ist ein riesen Brüller. Und die 5. Staffel, die fängt diesen Sonntag an. Da kann man also live mit dabei sein und verfolgen, wie der Roger Natter seine Emotionen auslebt. Ja, nicht nur hinter der Bande, sondern halt effektiv auch im Training. Ich bin auch zum Morgenessen bei ihm. Ich will vielleicht noch schnell sagen, es ist für mich persönlich auch wahnsinnig spannend, weil ich habe Roger Natter noch als Spieler beim SC Herisau erlebt. Du magst dich noch an die glorreichen Zeiten auf dem SC Herisau erinnern. Und ihn jetzt so nach ganz vielen Jahren wieder zu treffen und nochmal die Tore zu erleben als Trainer, grosses Kino auch für mich und es ist auch wirklich ein grosses Kino am Fernsehen. Also wir könnten mit dir unglaublich lange über die Staffel, über die Serie reden, weil du hast zu jeder Person ganz viele Geschichten, die du kannst erzählen. Vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir vorwärts schauen, jetzt läuft jetzt die 5. Staffel, wie viel sind noch geplant von Menschen in der Ostschweiz? Ja, wir haben das gerade, weil die Sendung wirklich so ein Erfolg ist für unseren Sender und die Rückmeldungen einfach nonstop so überwältigend auch sind von den Protagonisten und von den Zuschauern, haben wir entschieden, dass die Sendung jetzt eigentlich einfach nahtlos weitergeht. Für uns konkret bedeutet das, dass wir dann natürlich die Sommerpause haben, weil die meisten Medienhäuser ja über den Sommer den Betrieb ein bisschen oben runterfahren müssen. Und dass wir aber nach dem Sommer einfach nahtlos weitermachen. Also da, in dem Sinn... Also das heisst Vollgas geben und richtig. Die letzte Staffel ist dann mit dem Christian Masina im Bild, so quasi der Mann dahinter. Nein, ich hoffe es nicht. Ich verstand meine Rolle im Fernsehen auch eher als der Beobachter und der Geschichtenverzähler hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Danke vielmals, Christian. Und wir sind natürlich gespannt auf all die Geschichten, die du uns in naher Zukunft noch erzählen wirst. Ja, schön, dass ihr schaut. Danke.